Damit ist Yellow Comet komplett befreit. So. Hier geht's weiter. Jupp. Und weil ich. Hatte ich hier ein schlechter Vampir für, Mann. Und ich fange hier mit der Olaf-Mission an, weil ich hier meine Fabrikkarte finde. So, Blue Moon, Hauptgegner ist Cut. So, als wenn ich nochmal wüsste, wo die Fabrik-Ding drin war. Ich glaube, die war in der hier. Die Stadt muss ich besetzen. Ansonsten ist das hier eine ziemliche Standardmission. Muss einfach nur gewinnen, ohne irgendwelche extra Bedingungen zu beachten. Wenn du Fragen wieder zu irgendwelchen Kurs hast, immer raus damit. Oh ja, genau, Olaf. Was macht ihn raus? Was macht er? Also prinzipiell sind alle seine Einheiten komplett gebalanced. Die Sache ist nur, im Schnee kann er sich genauso bewegen wie wenn es normales Wetter ist. Dafür ist Regen für ihn genauso wie für die anderen Schnee ist. Seine Gabe lässt es eine Runde lang schneien. Und seine Spezialgabe lässt es eine Runde lang schneien. Und zusätzlich kriegen alle Gegner 2 Trefferpunkte Schaden. Oh, okay. Ansonsten gibt es in dieser Mission jetzt nicht mehr wirklich zu viel zu beachten, außer dass ich drauf schauen muss, dass ich diese Stadt besetzen sollte. Ansonsten gibt es hier wirklich nicht so viel zu beachten. Thank you.
In der Karte gibt es einen Haufen schöne Engstellen, wo man schön mit Fernkampfwaffen einiges ausrichten kann. Du hast gerade was von einer Fabrikkarte gesagt. Ja. Was ist das? Das ist quasi, ja, wenn ich diese Stadt hier besetze, finde ich eine Karte, die anzeigt, wo das Labor des Gegners ist. Und wenn ich das Labor, dann kriege ich eine extra Mission. Und wenn ich dieses Labor, die Labormission schaffe, dann kriege ich die Titanpanzer. Die darf ich nämlich sonst nicht bauen. Mit Orange Star und mit Yellow Comet habe ich die Fabrikmission bereits gemacht. Mit denen darf ich die Titanpanzer schon bauen. Allerdings mit Blue Moon habe ich sie halt noch nicht, weil mit denen fange ich halt gerade erst an. Hier stehen, das ist nicht so toll. Bauen wir da mal einen Flak hin. Moment, wird ja da ein Speer, okay, aber der kommt da nicht durch. Siren, sie kriegt eine Gabe. Wenn sie eine Gabe macht, dann macht sie wenigstens keine Spezialgabe. Das wäre mir eigentlich auch recht. Sie geht ja auf die Infanterie da oben. Passt. Erstmal muss der da hinten weg. Sonst kann ich dann nicht mal wirklich weiter vorstoßen. So, langsam kriegen wir ein bisschen Geld in die Kasse. Okay, da sind Panzer gebaut. Schleimpanzer, blauen Panzer sind toll. Irgendwie. Das sind die Blue Moon Panzer. Also, wir haben bis jetzt hier mit den Yellow Comet Einheiten gespielt und mit den Orange Star Einheiten. Die kennst du ja inzwischen. Ja. Jetzt haben wir halt hauptsächlich die Blue Moon Einheiten hier. Und jede Armee hat ihren eigenen Einheitenstil. Der Blue Moon ist übrigens mehr so die Russland-Fraktion, wenn man es mal auf die reale Welt bezieht. Aha. Falls dich das interessiert. Ja, doch, durchaus. Green Earth ist mehr so Europa, Yellow Comet ist dann so der asiatische. Und Orange Star sind der amerikanische.
Olaf braucht einen Kampfpanzer. Das ist ja sehr nett, dass du den genau da hinstellst, dass ich dich mit meiner Art hier abschießen kann. Du kämpfst da erstmal die Basis. Das ist eine gute Idee. Holen wir mal noch eine Infanterie. Mech-Einheiten sind toll. Sie sind so billig und doch so effektiv. Haben eigentlich dieselben Schadenswerte wie Jagdpanzer. Das ist jetzt nicht so doll. Da würde ich aber ganz gern weiterhin blocken. Da kommt eine super Prime Tactics. Prime Tactics. Prime Tactics irgendwie daran denken, so jetzt kommt die Lieferungsstelle an und du musst ja, kein, siehst du das hier? Sein. Was? Kampfpanzer auf eine Infanterie, 10%. Okay. Weil um 80, also sogar 90% verringerter Schaden. Die 10% von der Gabe kommen ja schließlich immer noch dazu. Ja. Wenn die während ihrer Gabe eine Infanterie auf dem Berg hast, die kriegst du da nicht weg. Hey, er hat sich wieder aufgehangen. Das hat sich schon wieder aufgehangen. Ja. Moment. Ich pausiere dann nochmal ganz, ganz kurz die Aufnahme. So. Jetzt gerade. Dann weiter geht's. Was wollte ich hier jetzt noch alles machen? Ich wollte den hier noch wegkriegen. Und die Basis hier weiter blocken. Der bleibt da oben auf der Basis und kämpft sie.